Leute, es ist Freitagabend und weil ja so ein schönes Wochenende voraussteht, habe ich mir überlegt, ich hole mir heute jemanden in die Sendung, mit dem wir so ein bisschen praktische Tipps auch fürs Wochenende besprechen können. Deswegen begrüße ich heute bei mir in der Sendung den Fernsehkoch und Lebensmittelexperte und Food-Profi auf allen Gebieten, Sebastian Lege. Hallo Sebastian! Hey, Fuchsi! Mensch, Sebastian, aber bevor wir über Essen sprechen, wir müssen kurz über Trinken sprechen. Und da kommen wir nicht an Promis unter Palmen vorbei, denn du bist ja auch so ein großer Fan von... Ja, total. Also, man schaut ja mal in so eine Sendung rein, aber das war schon wieder sowas von Unterhaltungstrash, der mich so amüsiert hat und der so, also die haben die Charaktere auf alle Fälle gut gewürfelt. Das Casting war ein gutes Händchen. Das war ein Händchen und ich glaube, jede Gage ist ihr Geld wirklich wert, die da drin ausgezahlt wird. Also ich glaube auch. Also ich sag mal, wir haben da schon Unterhaltungsfaktor, den sucht man wirklich vergebens heutzutage in ganz vielen Sendungen. Klar, ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen, die Desiree Nick hat richtig Gas gegeben und da wird dann auch, ich sag mal, ganz gerne mit Kuhfladen geschmissen. Aber mein Gott, ne? Es soll und ist, bleibt aber noch ein bisschen Unterhaltung und wer weiß das mehr wie du, oder? Ja, so ist es. So ist es. Und das ist ja die Hauptsache, worauf ankommt. Hör mal, ich habe mich heute für dich, weil du ja mit Lebensmitteln ja mal zu tun hast, auch extra in Schale geworfen und habe meinen Eisanzug angeworfen. Hast du gesehen? Also würdest du vor mir stehen, würde ich an dir lecken. Ja, das wollen viele. Da musst du dich hinten anstellen. Ja, verstehe ich. Sag mal, wir sehen dich ja immer im Fernsehen, im ZDF und auf Kabel 1 und du sagst uns immer alles über Lebensmittel. Wir haben ja, das Wochenende steht bevor. Ich will auch grillen, wie viele anderen von den Zuschauern jetzt auch. Ich tue mir aber immer wahnsinnig schwer. Hast du ein paar Grilltipps für uns? Vor allem Thunfisch. Mich interessiert Thunfisch. Der wird bei mir immer trocken wie eine Nonne auf dem Grill. Wie kann ich einen Thunfisch lecker auf dem Grill machen? Thunfisch auf dem Grill würde ich immer raten, vorher in einer ölbasierten Marinade zu wenden und dann den Grill wirklich vorheizen. Also richtig Temperatur drauf geben. Dass wirklich nur die oberste Schicht, ich sag mal so maximal halber Zentimeter darf der gegart sein. Dann, also so à la Tataki. Deswegen dann einfach von beiden Seiten kurz antoasten. Maximal, ich sag mal, 15 bis 20 Sekunden, kommt auf Temperatur des Grills an. Und dann würde ich den schön aufschneiden. Und ich sag mal, was da drüber ganz lecker ist, wenn man Sojasauce, Honig und Zwiebeln einlegt. Und ich sag mal, das soll man so eine Stunde, zwei davor machen und diese Sojazwiebeln dann da drüber und dann essen. Oh, das klingt ja sehr lecker. Also wirklich nur so 15, 20 Sekunden auf dem Grill. Ja, der muss auch roh in der Mitte sein. Der soll lauwarm und roh sein. Dann hat er auch seine Saftigkeit. Thunfisch hat ja außer, ich sag mal, außer der Bauch und der Vorbauch ist er ja das Akami, sagen die Japaner, das Rückenfilet ist ja sehr mager. Ne, da müsste man schon so einen Thunfischbauch nehmen, dann kann er ruhig ein bisschen mehr Temperatur haben. Aber ich esse Thunfisch eh am liebsten roh. Ich war ja mal Küchenchef in einem japanischen Hotel in Düsseldorf und da ist Thunfisch entweder echt so à la Tataki kurz antoasten oder roh essen. Da hat er wirklich seine meiste Kraft und da hat man auch die höchste Wertschöpfung. Was würdest du uns noch empfehlen? Was ist denn besonders auf dem Grill, was man jetzt nicht jeden Tag rauflegt? Also jetzt nicht unbedingt das Steak oder die Hühnerbrust, sondern mal was Außergewöhnliches. Ich habe gestern Kalamari gegrillt, große. Oh! Und da gibt es auch ein Verfahren, was ganz einfach ist. Also man nimmt diese Kalamari-Tube, dann schneidet man die an den Seiten nicht durch. Ich sag mal so, dass in der Mitte noch so ein Zentimeter Streifen bleibt. So, man macht leichte Einschnitte. Dann sieht das aus wie ein Tannenbaum. Okay. Und dann mariniere ich das immer mit Olivenöl, Zitronenabrieb, nicht den Saft, weil der Saft würde das Eiweiß in diesem Fisch denaturieren und dann würde er zäh werden auf dem Grill. Knoblauch, Petersilie, ein bisschen Cayennepfeffer und dann auch ganz heiß grillen. Links, rechts. Schön Farbe geben lassen, wunderbar. Ja, links, rechts, vor, zurück, das macht Spaß, das bringt Glück.
Ja. Ja, ich finde das Grillen, also ich grill auch nicht immer das Gleiche. Klar habe ich da bei mir hier zu Hause da mehrere Grillmöglichkeiten. Heute Abend kommt ein Freund, mit dem, der möchte unbedingt wissen, wie man Fisch grillt. Und dann machen wir mehrere Sachen. Dann machen wir so einen Flammenlachs am Lagerfeuer und dann kommt noch ein bisschen was im Pizzaofen, in eine Salzkruste. So. Ach, das ist ja raffiniert. Einen Fisch habe ich noch, da habe ich mich noch nie rangetraut auf den Grill, weil ich denke immer, der zerfällt mir da drauf einfach. Nee, Ne? dann solltest du, also erstmal solltest du den Fisch immer mit Haut kaufen. Weil die Haut hält den Fisch zusammen. Und dann Fettfische. Sowas wie Dorade, Lude Meer, eine Makrele oder Lachs. Aber aufpassen, wenn man Lachs im Supermarkt kauft, ist die Haut meistens nicht geschuppt. Die muss man dann noch schuppen. Und dann kann man sie erst auf den Grill legen, dann kann man sie auch mitessen, dann wird die knusprig und ist richtig lecker. Und was empfiehlst du da für ein leckeres Getränk dazu? Ich habe zwar einen Weinkeller, aber ich trinke halt nie zum Bier. Muss man Ja. wirklich, muss man so sagen, ne? Also, ich bin echt so ein eingefleischter Pilztrinker. Oh, Pilz. Ich habe bei mir immer helles bayerisches Bier aus meiner Heimat Rosenheim im Kühlschrank. Ich bin überhaupt nicht der helle Trinker. Guck an. Ist mir zu süß. Ja, und Pilz ist mir wiederum zu bitter. Ja, weil ich komme ja aus dem Norden, du aus dem Süden. Da ist natürlich auch die Gaumenempfindlichkeit anders. Ja, absolut, absolut. Jetzt hast du uns ja so ein bisschen was beigebracht, aber du bringst ja demnächst auch Kindern so ein bisschen das Kochen bei. Ja, Kika wird es ein neues Format geben. Kitchen Clash, da kochen dann Senioren gegen Kinder und in einer anderen Zeitzone. Das heißt, die Kinder kochen in der Vergangenheit und die älteren Herrschaften kochen dann in der Zukunft. Und das wird so eine kleine, ich sag mal, wird so einen kleinen Battle geben. Und in den jeweiligen Zeiten dürfen die mit meinem Zeitreisekühlschrank reisen. Oh, du hast einen Zeitreisekühlschrank? Hallo? Lebensmittelexperte Sebastian Leger hat auch einen Zeitreisekühlschrank. Boah, funktioniert der auch mit einem Fluxkompensator oder wie ist da der Antrieb? Ich möchte über gewisse technische Details keine Auskünfte geben. Was heißt denn Zeitreise und die kochen in einer anderen Zeit? Kochen die quasi wie 1960 dann die Kids? Ja, noch weiter zurück. Also da, wo es keine Küchenmaschinen gibt und keine Apps und keine Anleitungen, das Korn, erstmal die Spreu vom Weizen trennen. Solche Geschichten. Ganz manuell und so, wie man das damals auch gemacht hat. Und ich sag mal, die älteren Herrschaften bekommen dann so einen Thermomix. Und ganz, ganz neue, moderne, alles mit App gesteuert und WLAN verbunden und hast du nicht gesehen. Wie ist deine Meinung zum Thermomix? Bist du einer, der den nutzt oder sagst du, nee, also man muss schon mal richtig kochen noch heute? Doch. Ich bin ja Produktentwickler hauptberuflich. Und für eine Entwicklung ist diese Gerätschaft wirklich sehr hilfreich, weil früher brauchte ich eine extra Waage, ich bräuchte einen extra Pürierstab und ich brauchte einen Topf, wo ich das erhitzen muss. Das macht das alles in einem. Und ich bin in meiner Rezepturerstellung viel, viel schneller. Ach, guck an, weil ich war bis jetzt immer, habe ich mich dagegen gesträubt, mir so ein Ding zu holen, weil ich denke, so ein bisschen mit den Töpfen klappern, das macht einfach so ein bisschen mehr Spaß auf dem Herd. Ja, aber man hat, wenn man sagt, man möchte auch mal so eine Entwicklung machen und als Produktentwickler ist es wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich und zeitersparend. Meine Lebensgefährtin, die macht da auch irgendwie alles drin. Die hat da ihr Handy mit verbunden und testet da irgendwie neue, super bewertete Rezepte aus und ist da schwer begeistert. Oh ja, ein Freund kam neulich an mit einer Flasche Eierlikör und hat da wirklich ganz leckeren Eierlikör in diesem Gerät auch Ja, gemacht. Da kann war ich alles ganz gebrauchen. erstaunt. Die macht da auch irgendwie alles drin. Ich mache da nicht so viel drin, aber wirklich rein meine Entwicklungssache, die mache ich da schon. Jetzt haben wir vorhin ja schon ganz toll über Grillen gesprochen und kannst du denn uns für Beilagen empfehlen? Weil die meisten machen immer nur klassisch so einen Salat, so einen Nudelsalat oder kaufen sich dieses Kräuterbaguette im Supermarkt, was sie kurz im Ofen schieben. Aber was wäre denn jetzt auch mit so einem schönen, saftigen Stück Fleisch eine richtig tolle Beilage, die man eben nicht immer klassisch macht? Ja, gestern gab es zu dem Kalamari gegrillter grüner Spargel. Den kann man mit dem Kalamari zusammen auf den Grill legen, hat man schon mal einen Arbeitsgang. Ach, und Wenn der nämlich gegrillt ist, ja. danach mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz, Pfeffer in die Marinade heiß einlegen, dann saugt er sich damit voll und ist super lecker. Das ist ja mega. Und ich glaube, grünen Spargel muss man nicht mal putzen und Nee, waschen. da abbrechen, wo seine Sollbruchstelle ist, da wo er nicht mehr holzig ist.
Aber wir haben ja so super warmes Wetter. Der Spargel, der knallt gerade so aus dem Boden, der ist super frisch. Da brauchen wir wirklich nur ein kleines Stück abschneiden und dann ist der richtig lecker. Was gibt es sonst noch? Ich mache ganz gerne einfach mal so ein paar Kartoffeln. Die kann man auch roh, ich sag mal, wenn man die so, ja, die Hälfte meines kleinen Fingers schneidet. Aha. Und die schön mariniert, kann man die auch wunderbar aufs Rost mitlegen, die werden dann auch durch, das ist lecker. So schön gegrillte Kartoffelscheiben gehen immer gut. Ich mache immer Aubergine oft auf dem Grill, die schneide ich dann aber, die halbiere ich und dann wird die eingeschnitten wie so ein Schweinekrustenbraten, aber nicht durch die Haut schneiden, nur oben einschneiden, ne, so karomäßig. Dann mit Olivenöl bepinseln, aufs Rost legen und dann hat man nämlich eine Low-Carb-Grill-Aubergine, die fast so schmeckt wie die Grillkartoffel. Ich hasse Aubergine. Ich finde immer, das schmeckt nach gar nichts. Boah, das ist so lecker, wenn du die so röstest und dann schön mit Gewürzen drauf machst, ein bisschen Minze. Oh, lecker, super. Ich grille das sehr, sehr gerne. Also wir grillen auch immer sehr, sehr viel Gemüse mit dabei. Nicht, weil wir sehr, sehr gerne bunt essen. Also bei uns muss der Tisch immer kunterbunt aussehen. Das mag ich. Ich brauche Farbe beim Essen. Ich finde so Stress bei der Kulinarik ganz schlimm. Da gebe ich total recht. Kann man Maiskolben auch gut auf den Grill legen? Den müsste man vorkochen, ne? Weil ansonsten nagst du dir einen ab wie Bugs Bunny. Ja, mit so einem Schreibmaschinengeräusch. Also Maiskolben würde ich gerne vorkochen. Das dauert immer, da kann man auch mal den vorgekochten nehmen, der ist nicht wirklich schlecht. Ansonsten finde ich persönlich auch, braucht man nicht das fertig Kräuterbutter-Baguette kaufen. Ich finde das immer ein bisschen fies vom Geschmack, weil das Brot so eine schlechte Qualität hat. Mhm. Da lieber vom guten Handwerksbäcker so ein schönes Steinofenbrot, Sauerteig nehmen, eine dicke Scheibe schneiden und da dann auch kann man so ein Petersilienpesto draufstreichen, ein bisschen marinieren und rösten schmeckt genauso gut und man hat für sein Geld wesentlich mehr Geschmack. Und geht im Prinzip genauso schnell. Ja, ich bin da nicht so der Fan, weil das die Kräuterbutter, klar, das ist gelernter Geschmack, da gibt es ja einen großen Hersteller, aber ich stehe da nicht so wirklich drauf. Und oftmals wird da Knoblauchpulver verwendet und da hast du irgendwie den ganzen Tag was von, das gibt immer Pfötchen. Ja, ja, das will man dann abends auch nicht mehr. Ja, hör mal, das war großartig. Vielen Dank für deine Grilltipps, lieber Sebastian. Da können die Leute jetzt am Wochenende richtig was anfangen. Und ich freue mich schon, wenn ich deinen sprechenden Kühlschrank im Fernsehen sehe. Den Zeitreisekühlschrank? Den Zeitreisekühlschrank. Ja, ab September. Wir gucken rein. Vielen Dank dir. Ein schönes Wochenende, lieber Sebastian. Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Und dann gibt's Desiree Nick. Also, bis morgen Abend. Tschüss zusammen.